Guck mal, mit was der da rumrennt. Der rennt mit einem Läufer rum. Da oben jetzt. Rechts von dir. Der rennt mit dem Läufer rum. Ich schmeiß mich fort. Oh, ich hab was gepullt. Ja, ja. Wo seid ihr denn? Habt ihr von unserem Gefährten das mal angehört, was das für Geräusche macht? Wow. Wenn ihr aufsteigt. Der hat wirklich so kleine Läufe. Der ist geil, ne? The power of the dark side, 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 side. Wir müssen noch so ein paar Landedinger kaputt machen. Kein Problem. Ich glaube, das muss nice bauen. Ja, aber das andere dann auch, weil dann war er bei dem auch. Foxy, siehst du da hinten die. Da hinten ist noch ein Leitsystem. Komm, das Ende Schiff hat, ist er noch nicht. Komm ich da hin von hier aus? Nee, ne? So, und der Herr Imperator hat sie mich jetzt nicht mitbekommen, weil der ist so weit weg von uns, dass er jetzt auch das Schiff nicht kriegt. Ja, ich bin zu dem Schiff schon gesagt, komm. Ja, wir haben das Leitsystem hier noch gemacht, eine andere Quest. Boom, Schagalaga. Was ist da? Du isst nix. Weil es jetzt kaputt ist? Wir haben 6 republikanische Transporter besiegt. Ich rufe zusätzliche Bodenluftbewaffnung. Und ja, nur noch dir fehlt ein Leitsystem. Das, was ich gerade kaputt gemacht habe. Genau, das fehlt jetzt irgendwie noch eins. Da oben ist ja eins, das kann er dann gleich kaputt machen. Mit dem Fieber hole ich dich dann doch wieder. Ziele in der Luft und sie können nicht fliehen. Aber ein Transporter ist uns entwischt. Ich entsende Bodentruppen. Ihr fangt dieses Schiff beim oberen Landeplatz der Fabrik ab. Niemand wird diesen Angriff überleben. Links ist was grün. Ja, da nach links ist deine Klassenquest und hier mit dem Aufzug ist die Hauptquest. Also gehe ich erst mit euch. Hm? Also gehe ich erst mit euch oder wie? Na, wir können gern zuerst das machen. Ich hab's nicht registriert, weil es für mich ja rot ist. Ich wusste zwar, hier irgendwo ist deine Quest.
Mit uns legt sich besser niemand an. Ich will nur nicht nehmen. Guck dir die Fahne auf. Die Fabrik wird angegriffen. Das Hauptquartier wurde gestürmt. Die Verluste sind gravierend. Ruhig bleiben, Captain. Was wissen wir über den Feind? Das Ziel schlägt sich eine blutige Schneise in diese Richtung. Unbestätigten Berichten zufolge handelt es sich um einen Sith. Ihr steht kurz davor, Teil meiner Schneise zu werden. Commander, Kontakt bestätigt. Der Feind ist ein Sith. Ich wiederhole, der Feind ist... Das kann ich sehen, Captain. Seid still. Sith, ich weiß, warum ihr hier seid. Ihr solltet wissen, dass dies die besten Truppen sind, die ich in meiner gesamten Karriere befehligt habe. Ich fühle mich ordnungsgemäß gewarnt. Captain Allerton, greift an und haltet die Stellung. Ich komme mit Verstärkung. Jetzt findet ihr heraus, woraus wir gemacht sind. Ihr seid aus Knochen, die brechen, und Blut, das vergossen wird. Ihr macht mir keine Angst. Wir haben solche wie euch schon früher getötet. Ihr habt solche wie mich noch nie getroffen. Ihr werdet gleich eines Besseren belehrt. Männer, Angriff! Let's fight! Der Commander hätte längst hier sein sollen. Das hätte keinen Unterschied gemacht. Das heißt, dass er in Sicherheit ist. Nur darauf kommt es an. Bitte, das reicht. Commander, nein! Rennt! Rettet euch selbst! Erlöst ihn von seinen Qualen, Sith. Ich schätze, er hat genug gelitten. Nein. Es ist bedauerlich, dass Sie auf der falschen Seite waren. Sie waren herausragende Soldaten und gute Männer. Sie sind krepiert wie Hunde. Es war schwer, Sie zu hintergehen. Man kann nicht mit einem Mann zusammenbluten, ohne sich verbunden zu fühlen. Und doch ist Ihre Niederlage zum Wohle des Imperiums. Was heute geschehen ist, war unvermeidlich. Ich wusste, dass Lord Barras mich irgendwann eliminieren müsste, aber ich bin stolz darauf, all die Zeit gedient zu haben. Ihr seid nur eine weitere Drohne und leicht zu ersetzen. Das mag sein, aber ich hoffe, ihr gewährt mir einen letzten Gedanken. Es gibt da noch etwas, das ich wissen muss. Mein Sohn. Er war das Einzige auf der Welt, das wirklich zu mir gehörte. Und ob aus Liebe oder Schwäche... Ich habe ihm meine Geheimnisse verraten. Ich weiß, dass ihr meine Spuren beseitigen musstet, aber bitte sagt mir, hatte er ein gutes Ende? Er hat gewimmert wie ein elender Feigling. Ich verstehe. Ach ja. Das ist hart. Ihr habt meinen Geist gebrochen. Jetzt ist der Tod dieses Körpers nur noch Formsache. Wenn man meine Leiche findet, muss es Spuren eines Kampfes geben. Es muss überzeugend aussehen, Sith. Ich werde mich also nicht zurückhalten. Ich werde kämpfen, als wärt ihr mein ärgster Feind. Ich wollte es nicht anders haben. Dann greift zur Waffe. Sagt Lord Barras, dass es mir eine große Ehre war, ihm zu dienen. Ich glaube, es gibt Schwierigkeiten. Ich habe eure gesamte Unterhaltung mit Commander Rylon mit angehört. Welcher Teil der Unterhaltung ließ euch annehmen, ich sei in Schwierigkeiten? Ich sagte euch doch, dass ich die Jedi-Ermittlerin beobachte und dass sie sich in der Waffenfabrik rumgetrieben hat.
Offensichtlich hat sie Rylons Quartiere verwanzt und eure Unterhaltung belauscht. Ich habe gehört, was sie gehört hat. Die Ermittlerin weiß alles. Das Gleiche kann man von euch sagen. Ja, aber ich stelle keine Gefahr für Lord Barras dar. Wenn diese Ermittlerin davonkommt, wird sie alles aufdecken. Sie war auf dem Weg zu ihrem Schiff, aber meine Männer haben ihr den Weg zum republikanischen Hangar abgeschnitten. Ich blockiere systematisch ihre Übertragungs- und Fluchtwege, damit diesem Abschaum nur ein Ziel bleibt. Der Raumhafen in Sobrik. Ich bin gleich da. Ich fürchte, da ist noch mehr. Meine Männer, die sie angegriffen haben, haben berichtet, dass sie ein Lichtschwert benutzt. Die Ermittlerin scheint selbst ein Jedi-Ritter zu sein. Ich rate zur Vorsicht. Wenn ich mich nicht irre, haben manche von uns sogar zwei Lichtschwerter. Vorsicht hat uns diesen Ärger überhaupt eingebracht. Ich verstehe, was ihr meint. Ich werde meine restlichen Männer versammeln und euch am Raumhafen treffen. Wir werden diesen Jedi vernichten. Ja, nice. Jetzt wissen wir, was bei mir abgeht. Verräter auf der anderen Seite. Ich jag eine Jedi. Ich hoffe, es ist Padawan eigentlich. Die tun sie alle hier als Jedi bezeichnen. Lord Barras hat sie als Padawan bezeichnet. Ebene 2, ne? Ja. Da vorne links geht's rein. Warum läufst du da lang? Ach, war klar. Ja. Jedi? Nee, das ist Großmarschall Chiketta und wo? Ja, aber rechts neben dran. Ein Jedi Padawan. Ich muss Selfie machen. Das wird lustig. Ist links nicht auch noch einer? Wer muss bestätigen? Geht nicht. Die Flotte mag verloren sein. Doch, das ist einer. Padawan und ich können die Imperialen aufhalten, während ihr euch neu formiert. Goldene Uniform. Ihr habt euer Schiff und wir haben selbst ein paar. Ja, aus wie Kackbraun oder sowas. Ihr alle, die nicht am Kampf beteiligt sind und die Verletzten von Balmorra fortbringt. Nachdem die Sache hier erledigt ist, ihr seid verdammt zäh. Wisst ihr das? Wenn wir es von Anfang an mit Reden versucht hätten, würden wir vielleicht nicht in diesem Schlamassel stecken.
Wir werden es nie erfahren. Ich habe Jedi, die mich unterstützen. Und die beste Rüstung, die die Malmoranische Waffenfabrik jemals erschaffen hat. Ignoriert die Kratzer. Wir können eure Flucht decken. Nein. Sehen wir lieber, was ein alter Mann für seine Truppen tun kann. Sterben? Oh. Ja, kein schlechter Anfang. Komm mal her, Jedi. Okay, die Jedi müssen zuerst sterben, mit der ist so lange im Buch. Die sind schon down. Aber an dem da Dings tut sich nichts. Der hat ein Schild. Hab's gemacht. Ich hab's müssen nur suchen. Ein guter Kampf. Ihr habt etwas. Wir haben gewonnen. Das ich nicht mehr habe. Euer Ausstahl. Ich bin ein Sith. Neben mir seid ihr nichts. Vielleicht. Hört mich an. Ich weiß, wie gern das Imperium die Beteiligung der Republik auf Balmorra enthüllen möchte. Und zwar öffentlich. Ich kann die Wahrheit über die Invasion gestehen, wenn ihr meinen Leuten helft. Was ist mit dem stolzen, unnachgiebigen Großmarschall geschehen? Jetzt gibt es nur noch uns. Ich muss keinen meiner Jungs mehr inspirieren. Lasst die Balmoraner und alle am Kampf Unbeteiligten gehen. Behandelt die republikanischen Soldaten fair. Als Kriegsgefangene. Helft ihnen. Und ich werde allen sagen, dass wir den Vertrag gebrochen haben. Ihr seid nicht in der Position. Oh, Foxy hat die. Das wolltet ihr doch. Wieso? Ich bekomme ein Geständnis oder 1000 Widerstandskämpfer und Waffeningenieure. Sie werden mir alles geben, was ich will. Und noch viel mehr. Das wird nicht ewig dauern. Euer Imperium wird untergehen. Das schwöre ich. Trupp 815. Darf Lakris hat uns geschickt, um eure Position zu verstärken. Nehmt den Großmarschall fest. Wir sind erst einmal fertig. Verstanden. In der ganzen Fabrik wird gekämpft. Aber es sieht nach einem Sieg aus. Die Befehle lauten, sich beim Außenposten zu sammeln, wenn ihr könnt. Hab ich jetzt gewonnen. Immer du schließt war der Reiter. Und zwar Helden 2 Plus Widerstandssympathisanten. Das ist die Quest. Anklicken oder wie? Da das Item, das heißt, wenn ihr jetzt aufs Inventar geht, auf Missionsgegenstände, Heldentransport, Widerstandssympathisanten, den müsst ihr dann anklicken. Heldentransport, Widerstandssympathisanten. Ich will die erstmal winken. Cool, ich bin Arto. Oh, du hast ein Meer. Das ist eine Heldenquest. Wir müssen auch 35 von den Typen töten,
und Kommunikationstürme zerstören. Wer tötet wo? Ja, den Imperator hat rechts angegriffen. Das ist die Zahl, ich hab die Gegner besiegt. Ja, aber du solltest unseren Tank vorlassen. Der ist nie vorne, wenn ich habe. Das geht gar nicht, ich spring über ihn hinweg. Und das Beschissene ist, oder das Schlimme ist auch noch, mehr, dass du mehr Schaden machst wie die Hölle. Und ich da stehe. Dank kämpf. Deinen Waffen? Wie bitte? Dank deinen Kristallen? Na gut, ich habe ja auch den Kristall, den einen drin, aber bei mir habe ich das nur gemacht, damit ich länger die Akku ziehen kann. Ja, weil ich habe so kompliziert. Ja, ich werde das. Wobei du ja eigentlich auch Klinger, also zur Klinger schon auf jeden Fall. So ja, gesehen. Du kannst in deinen Fokus auch so ein Ding reinpacken. Hab ich ja. Ich hab bei mir habe ich Dings reingemacht, kritischer Trefferwert. Wobei ich nicht weiß, ob das so gut ist. Nein. Später hinaus ist es Ausdauer für mehr Leben und ansonsten Angriffskraft für mehr Schaden. Weil okay. Mehr Schaden reicht mehr Bedrohung. Wahnsinn, Wahnsinn, ich hab echt so Level Run. Doch cool. Da gegenüber, das muss auch kaputt. Ja. Ich hab dran vorbeigerannt. Naja, aber wie gesagt. Ich bin ja da, um das noch alles zu lernen. Warum hat er die jetzt nicht genommen? Was aber schade ist, dass man nicht zwei Steine reinmachen kann. Zwecks Doppelschläge. Das ist quasi. Inwiefern? Wie, ja, das ist quasi wie zwei einzelne Lichtschwerter vorhanden haben. Ah, so. Erfolg abgeschlossen. Fabrikrückruf. Da. Fauxi, das ist keine gute Idee. Warum? Die sind stark. Ich seh's. 1800. Hat jemand von euch nochmal so einen Kommunikationsturm gesehen? Negativ. Ach, das sind die... Da geradeaus die Dinger und links, ja, oder? Ja, die großen Dinger da, ja. Aber hier links von uns ist ein... Chaval Trülo, oberster Kommunikationsoffizier. Ja, dann können wir Flamme machen. Würde ich auch sagen. Ja, mach du da. Jetzt. Also wir müssen zu jedem von diesen Türmen. Okay. Dann würde ich sagen, ganz links hinten anfangen. Danke, Impi. Oh.
Dankeschön. Alter. Was da Zauber geflogen kommen. Holla die Waldfee.